Willkommen beim Nerds of Law Podcast. Die Nerds of Law, das sind Katharina Bisset und Michael Lanzinger. Wir präsentieren euch Neuigkeiten zu Recht und Technik, spannende Interviews sowie Tipps und Tricks generell zur geekigen Seite des Rechts. Denn vergesst nie, Law is the ultimate science. Nerds of Law, Episode 136. Agile Reise mit Nathalie Segur-Kabanak. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge des Nerds of Law Podcast. Heute haben wir eine der absoluten Spezialistinnen Datenschutz, Telekommunikation, also ich glaube mehr zur Vorstellung. Muss ich zu Nathalie Segur-Kabanak gar nicht sagen, das macht sie am besten selber. Aber warum ich sie eingeladen habe, war schon länger auf meiner großen Wunschliste. Und wie wir dann die Gelegenheit hatten, beim Code of Sea Podcast zusammen über IT-Security und AI-Act zu reden, war das wieder mal so super. Wie gesagt, boah, jetzt will ich auch mal. Und vielen Dank, liebe Nathalie, dass du bei uns zu Gast bist. Und bitte stell dich unseren Hörerinnen einfach mal vor. Ja, vielen Dank für die Einladung. Eine große Ehre und große Freude, bei euch zu sein. Ja, wie gesagt, also ich beschäftige mich sehr intensiv mit Datenschutz, habe das nicht immer getan. Ich habe Jura studiert, habe die Anwaltsausbildung gemacht und bin dann in der Privatwirtschaft, dort in der Telekommunikationsbranche gelandet und eigentlich seit über 20 Jahren in der Telekommunikationsbranche tätig als Juristin, habe in Rechtsabteilung gearbeitet mit sehr vielen Themen und dann irgendwann einmal mich um Regulierung und Compliance gekümmert und eben auch dann im Zuge der DSGVO-Umsetzung mich des Themas angenommen und habe mich da ja eigentlich ganz gut gefunden und freue mich einfach, wenn ich mit dem Thema Datenschutz auch mit so hochkarätigen Kolleginnen und Kollegen wie ihr zwei ein bisschen diskutieren kann. Zu viel der Ehre, so viel Datenschutz mache ich gar nicht mehr, aber danke. Ja, wohl, was denn im Strafrecht da sind sie. Bei dir sind Daten ja immer sensibel. Stimmt aber auch wieder, ja. Ein ganz spannender, unter Anführungszeichen, Job. Ich glaube, es ist ja mehr eine Berufung von dir nebenbei. Du bist im Vorstand von der ISPA. Und da habe ich Michael erklären müssen, was das ist. Also magst du einmal unseren Hörerinnen sagen, was macht die ISPA und was sind da gerade deine Themen und eure großen Herausforderungen? Also die ISPA ist der Verband der Internet Service Provider in Österreich, Internet Service Providers Austria, ist der größte Branchenverband der Internetbranche und hat ungefähr 220 Mitglieder. Großteil sind es eher kleinere regionale ISPs, aber auch große ISPs sind dabei, Telekommunikationsunternehmen, aber auch Plattformbetreiber, sehr große, bekannte sind unter unseren Mitgliedern. Ja, die ISPA kümmert sich einfach darum, dass es dem Internet gut geht. Alle Themen rund um Internet sind Themen, die ISPA interessiert und beschäftigt. Wir haben ein breites Spektrum allgemeiner Infrastrukturregulierung bis zur Plattformregulierung, sehr viel Datenschutz- und Datensicherheitsthemen. Gerade die Telekommunikationsüberwachungsthemen beschäftigen uns immer wieder. Wir sind Ansprechpartner und Diskutanten sozusagen auch für die Gesetzgebung, haben sehr viel Kompetenz in den letzten Jahren aufgebaut. Mein Thema in der ISPA ist, ich betreue die Arbeitsgruppe Data and AI. Das heißt, früher war es die AG Datenschutz. Mittlerweile beschäftigen wir uns eher schon mit dem Datenrecht, nicht nur mit dem Datenschutzrecht, weil das sozusagen auch ein breiteres Spektrum ist und das spannend. Thema AI sozusagen auch nicht mehr wegzudenken ist. Und wir versuchen, die Mitglieder einerseits zu informieren über aktuelle regulatorische Neuigkeiten. Auch teilweise präsentiere ich dort aktuelle datenschutzrechtliche Entscheidungen, die relevant sind für unseren Sektor, und versuchen dort das Thema einfach auch für gerade die kleineren Unternehmen so aufzubereiten, dass es so verständlich ist und dass sie auch verstehen, wie relevant es für ihr Business ist. Da darf ich gleich kurz dazwischen fragen, das interessiert mich jetzt nämlich. Du hast jetzt einen Unterschied gemacht zwischen Datenschutzrecht und Datenrecht. Da würde mich auch für unsere Hörerinnen und Hörer interessieren, was ist da für die sozusagen der Unterschied oder wie grenzt du das voneinander ab?
Also wenn wir von personenbezogenen Daten reden, dann sind wir natürlich im Datenschutzrecht. Wir haben mittlerweile andere Regulierungen wie den Data Act, Data Governance Act, aber auch den AI Act, die sozusagen sich nicht nur mit den personenbezogenen Daten beschäftigen, sondern mit Daten an sich. Und wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, und innovativ sein möchte, dann gibt es ja so diese Slogans, Daten ist das neue Öl. Womit ja nicht nur gemeint ist, sozusagen die personenbezogenen Daten, sondern einfach erkannt worden ist, was für eine Werthaltigkeit Daten haben können und dass darin auch sehr viel Potenzial und auch sehr viel Innovationskraft steckt. Und das bedeutet halt auch, dass ich ein bisschen links und rechts über den Tellerrand des Datenschutzrechts schauen muss, um auch zu verstehen, wie Daten funktionieren, was man mit Daten machen kann. Und sozusagen auch breitere Regelungen finden muss, wie ich mit Daten umgehen kann. Also nicht nur jetzt den Personenbezug im Auge haben. Danke für die Klarstellung. Ich finde das sehr interessant. Also wirklich cool. Ich meine, wir haben ja auch schon Gelegenheit gehabt, ein bisschen mehr auch über deine Inhouse-Arbeit im Datenschutz zu quatschen. Und was mich sehr fasziniert hat, war jetzt natürlich auch die ganze fachliche Expertise, wie du sagst, über den Tellerrand hinausschauen. Aber das machst du ja nicht nur in den Rechtsgebieten, sondern auch fast schon methodisch, wenn ich das so sagen darf. Du hast mir erzählt, welche Tools und Methoden du einsetzt, um Datenschutz zu machen. Und wir haben auch eben bei Martin im Podcast sehr viel über Prozesse geredet. Und natürlich, das sind Themen, da schlägt gleich unser Herz viel, viel höher. Und jetzt sind wir ganz gespannt. Wie setzt du Datenschutz praktisch um? Mit welchen Methoden, mit welchen Tools? Also ich habe schon sehr vor vielen Jahren mich begonnen zu beschäftigen mit Agilität und agiler Arbeitsweise. Einfach auch deshalb, weil ich in einem Unternehmen gearbeitet habe, wo der damalige CEO sehr, sagen wir mal, auch vorausschauend gesehen hat, dass sozusagen die herkömmliche Arbeitsmethode, sozusagen die Wasserfallmethode, wie wir sie auch kennen, nicht mehr lange funktionieren wird und sich beschäftigt hat mit New Work und neuen Arbeitsmethoden und im Unternehmen diese Agilität, die agile Arbeitsweise eingeführt hat. Und ich habe ja neben meinem Jus-Studium auch noch einige andere Dinge gemacht und habe mich sozusagen Ausbildungen in Mediation, Coaching, systemische Aufstellungen und so weiter absolviert und habe irgendwie gefunden, das ist jetzt die Chance, wo ich sozusagen meine juristische Kompetenz und meine Coaching-Mediationskompetenz, systemische Kompetenz irgendwie zusammenbringen kann und habe mir überlegt, eigentlich müsste man doch nicht nur die IT und andere Bereiche im Unternehmen agil aufsetzen können, sondern man müsste doch auch Datenschutz und Compliance auch mit agilen Methoden angehen und habe begonnen, mich auf diese agile Reise zu begeben und hatte zum Glück auch ein Team, das das mit mir gemacht hat. Und ja, wir haben da einige Dinge ausprobiert und haben insbesondere uns überlegt, wie können wir denn was braucht denn das Unternehmen? Was brauchen denn die einzelnen Abteilungen oder einzelnen Funktionen von uns, damit die ihren Job besser machen können? Und haben eigentlich begonnen mit so einem Interview mit einigen Leuten und haben genau die Fragen gestellt: Okay, Was cool. brauchst du von uns, damit du diesen Job besser machen kannst? Wo siehst du Verbesserung und wo glaubst du, dass es gut läuft? Ja? Mit diesen drei Fragen sind wir durchs Unternehmen gegangen und haben dann geclustert die Antworten und sind draufgekommen, eigentlich die wichtigsten Dinge, die das Unternehmen von uns braucht, sind Information möglichst zeitgerecht und Transparenz und hohe Qualität. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie kriegen wir das hin? Dann haben wir uns überlegt, naja, Datenschutz, wenn man das so, und Compliance sind ja oft so Themen, wo die Leute eher sagen, bloß einen Weg herum machen, möglichst nicht Absolut. anstoßen. Da muss ich vielleicht noch ein Formular ausfüllen und da muss ich vielleicht das auch noch machen. Ja, ich habe mir überlegt, wie kriegen wir das hin, dass wir sozusagen auch diese Anforderungen erfüllen können und haben uns begonnen, im Unternehmen umzuschauen, welche Tools verwendet eigentlich unsere Kolleginnen und Kollegen. Gerade im agilen Setup und haben begonnen, die Collaboration Tools, die es im Unternehmen gibt. Das waren im Wesentlichen die
die Tools von Atlassian. Ich glaube, viele kennen Confluence und Jira zum Beispiel Ja. und haben versucht zu schauen, vielleicht können wir auch mit einer Scrum-Methode versuchen zu arbeiten. Dann haben wir mal begonnen mit einem Scrum-Board, haben uns sehr mit dem Thema Transparenz beschäftigt. Ich glaube, das ist auch eine große Hürde für viele, auch im Datenschutz und Compliance Transparenz zuzulassen, zu zeigen, okay, wo zum Beispiel Verfahrensverzeichnisse für alle aufzumachen oder in einem Service-Ticket-Tool zu arbeiten, wo man sozusagen auch über Ticketsystem mit einer Compliance- oder Datenschutzabteilung kommunizieren kann. Und ja, dann wurde es später ein Kanban-Board, weil wir gemerkt haben, Scrum ist ein bisschen zu much für uns und haben uns immer wieder weiterentwickelt, haben da und dort noch Tools angepasst oder Prozesse angepasst, aber haben immer versucht, uns zu hinterfragen und auch ins Unternehmen reinzuhören, was brauchen die denn noch? Machen wir noch das so, wie sie es brauchen? Als frisch gebackener Mediator finde ich das gerade ziemlich cool, Datenschutz über Mediation mit Selbstklärung und systemischer Aufstellung zu lösen. Also muss ich jetzt sagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme bin ich gerade 1 Woche geprüfter Mediator und bin zutiefst überzeugt von diesen Ansätzen und ich finde es unglaublich geil. Also ich glaube, Zur Ausstrahlung der würde man, Aufnahme kann ich sicher nicht mehr hören. ja, wahrscheinlich, ja. Aber generell die Grundidee, Datenschutz über solche Tools zu lösen, ist schlichtweg genial. Ich glaube, hätten wir das mehr gemacht, statt die ganze Angstmache 2018, das wäre gescheiter geworden. Aber ich finde es also schön, die verschiedenen, weil du siehst jetzt natürlich die Methoden eines Mediators. Ich habe gesehen, natürlich die Agile-Methode, ich habe gesehen, ein bisschen so ein Design-Thinking-Ansatz mit dem Interviews der Leute, ein bisschen eine Retrospektive, wie kann man die Prozesse verbessern. Ist das etwas, was dir intrinsistisch gekommen ist, oder ist das was, was du wirklich in deiner Coaching- und Mediatorinnen-Ausbildung gelernt hast? Oder ist das bei dir schon so Instinkt? Na, ich glaube, das ist quasi, dann gibt es so eine Idee und dann habe ich gefunden, das macht vielleicht Sinn und dann hat man ein Umfeld, das einem das quasi erlaubt, das auszuprobieren und dann wächst das. Ich glaube, der wichtigste Tipp, den ich damals von einer Agile-Coach bekommen habe, war, du bist nicht von heute auf morgen agil, ja, erwarte das gar nicht, sondern du bist auf einer agilen Reise, ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, was man versteht, man begibt sich auf eine Reise, und da an dieser Reise wächst man. Und man kann auch vorher noch gar nicht wissen, wo sie einen hinführt. Man muss einfach auch bereit sein, für Veränderung und Anpassung. Man muss bereit sein, Feedback einzuholen und auch zu akzeptieren und wieder sozusagen das in die eigenen Prozesse wieder einfließen zu lassen. Das ist ja aber auch ein Skill, das ja nicht viele Juristinnen und Juristen haben, weil wir ja so viel Angst haben vom Fehler machen, vor der Haftung, vor diesen ganzen Dingen. Hat dir dann der Ausbildung geholfen, über diese Kommunikationshürden dann drüber zu kommen im Unternehmen? Und wie du ja richtig sagst, Datenschutz und Compliance ist jetzt, da rennt man ja selten offene Türen ein. Hat dir das geholfen, da die Leute an Bord zu bekommen? Also, es hat mir sicher sehr geholfen, aber was für mich auch wichtig ist, und das ist vielleicht auch, das ist ein bisschen so auch ein Anspruch an mich, für mich ist wichtig, dass ich mich in den Rechtsgebieten, in denen ich tätig bin, dass ich mich wirklich gut auskenne. Und ich bin davon überzeugt, dass man in der Beratung, also in Inhouse-Beratung jetzt, wo ich herkomme, einem Unternehmen sozusagen nur dann wirklich diesen Vorsprung ermöglichen kann, wenn man das Recht besser kennt als andere. Und wenn man das so gut kennt, dass man die Risiken abschätzen kann und dass man die Graubereiche kennt und dass man auch sozusagen auch bereit ist und in der Lage ist, abzuschätzen, wie weit kann ich gehen. Ja, ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, da sind halt einfach viele nicht dort, weil es auch teilweise Hype-Themen sind, habe ich das Gefühl. Und jetzt aus der anderen Seite, aus der Unternehmensperspektive, was sind so die größten, ob du es jetzt von den ISPs oder Inhouse erlebt hast, was ist aus deiner Sicht die größten Probleme, die Unternehmen haben mit Datenschutz und Compliance? Warum ist es überhaupt so ein Thema aus Unternehmenssicht? Die sagen, das wollen wir nicht, das nervt uns.
Ja, ich weiß auch nicht genau, was da passiert ist. Ich versuche in meinen Schulungen auch immer zu transportieren, dass gerade die DSGVO durch ihren doch eher risikobasierten Ansatz eigentlich einen wirklich breiten Spielraum gibt. Und ich versuche auch immer zu vermitteln, dass der Datenschutz wirklich nicht kompliziert ist, aber er ist komplex. Ja? Und das Nicht-Komplizierte kann jeder einhalten und machen. Und fürs Komplexe gibt es ja dann Leute wie mich. Ja? Also ich kann ja dann helfen, ich kann die Komplexität versuchen, einfacher darzustellen oder halt auch aufgrund meines Wissens und meiner Erfahrung auch helfen, Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, dass da ein bisschen eine Verwirrung ist und dass alle glauben, es ist so komplex, dass keiner es verstehen kann. Und dann hat dann, wenn man dann so ein Gebilde hat, das will man dann eigentlich nicht anschauen und dann ist das irgendwie so eine self-fulfilling prophecy. Deswegen glaube ich, ist wichtig, dass man das auch ein bisschen auseinanderdröselt. Absolut. Und du redest ja auch von Prozessen. Heißt das, du ziehst dann mit den ganzen Tools, mit den Methoden auch wirklich Prozesse ein, die dann, also wirklich die klassischen Datenschutzprozesse, die man so erwartet in technisch-organisatorischen Maßnahmen. Können wir uns das so vorstellen, dass du wirklich einen Prozess durchdesignt hast von, weiß ich nicht, was passiert, wenn eine neue Verarbeitungstätigkeit aufgenommen werden soll? Wer geht wohin? Ist das so das Ziel, der Plan? Genau, ja. Also da muss ich auch überlegen, wo kann ich mich gerade in einem agilen Unternehmen, in welche Punkte muss ich mich reinsetzen mit meinen Themen, dass sie erstens beachtet werden und dass sie vor allem im Arbeitsflow mitgenommen werden können, ohne jetzt eine große extra Hürde oder eine extra Schleife zu bedeuten. Das heißt, ich muss auch sehr viel mitatmen mit der Art und Weise, wie Teams arbeiten. Mit welchen Tools sie arbeiten, wie sie, was für Meetings sie haben. Ja? Muss ich mich vielleicht ab und zu in ein Retro-Meeting setzen oder ab und zu vielleicht sogar ein Daily besuchen, um ein bisschen zu verstehen, wo gerade die Themen sind und auch ein bisschen auch mitzubekommen, was gerade das Unternehmen bewegt. Glaubst du, ist das einfacher für dich, weil du in-house bist und von der Größe, in der ihr seid? Oder ist das jetzt unabhängig, könnte man das auch als Externe machen? Ich frage mich nämlich auch gerade in dieser Dualität, wie sage ich so gern, in-house und out-house, ist es leichter für In-house-Juristinnen da zu sagen, ich bin ja an der Quelle, ich hocke mich jetzt einfach mal dazu? Das glaube ich schon. Also ich denke mir halt, das ist wahrscheinlich wirklich einfacher. Aber ich meine, es ist ja zu sagen, heißt ja nicht, dass es nicht machbar ist für Externe. Ja. Aber das sind immer die Diskussionen, die wir gerade eben auch auf LinkedIn immer wieder haben. Die Vorteile, die Dinge, die man von Inhouse lernen kann. Und dieses näher dran zu sein und mal drinnen zu sitzen, das ist halt, finde ich, auch extrem viel wert. Und dann kann man ja auch nicht jedes Mal auf die Uhr schauen, weil man so halt Infos bekommt. Ich meine, ich weiß allein, wie das war als Konzi oft, wenn man dann halt nicht mit den Partnern und mit dem Mandanten im Meeting war und dann bekommt man secondhand die halben Infos, da ist es halt oft so dieses, ich gehe mal mit, mach das gleich zehnmal leichter. Und in-house geht es natürlich, da kann man mit Leuten schnell mal auf ein Café gehen. Ja, wobei, ich weiß nicht, es kommt auch darauf an, in was für eine Aufgabe du unterwegs bist, ein Datenschutzmanagementsystem aufzubauen, das geht meistens von innen heraus, ja. Das ist schwierig, das von außen sozusagen zu etablieren. Man kann vielleicht von außen sagen, wie es geht, aber es wirklich dann sozusagen mit aufzubauen und die ganzen Ziegelsteine hinzustellen, da ist natürlich in-house leichter. Gibt es Projekte, die du, sag mal, ob du jetzt in deiner Arbeit bist, ja seit Anfang des Jahres bei der T-Mobile oder vorher schon, die du da umgesetzt hast, technisch, über die du erzählen darfst, kannst, eben so Managementsysteme einzuführen, die Methoden einzuführen, oder habt ihr euch da wirklich immer auf die bestehenden Systeme gesetzt? Ja, also das ist am besten, sich auf bestehende Systeme zu setzen. Ich hatte irgendwie das Glück im Unglück, wie die GDPR gekommen ist, bin ich zu unseren damaligen Anwälten gegangen und gesagt, ich brauche jetzt bitte ein Verfahrensverzeichnis, ich brauche ein Tool. Dann hat es geheißen, das ist noch viel zu früh. Das war schon noch 2016 oder 2017. Daraufhin haben wir beschlossen, okay, wenn es das nicht gibt, dann machen wir es uns selber. Und das war wirklich eine gute Entscheidung. Weil wir haben einfach dann ein Verfahrensverzeichnis im, glaube ich, SharePoint programmiert und haben dort auch schon Cool. das ein bisschen ausgeweitet. Nicht nur sozusagen das, was in der DSGVO jetzt vorgegeben ist für ein Verfahrensverzeichnis, sondern haben dort eigentlich eine
totale Checkliste mit allem, was man sich vorstellen kann, produziert. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, weil dann sozusagen alles auf einem Platz war. Ja, also bis zu, dass ein DPA verlinkt ist oder dass ein AVV verlinkt ist oder dass eine Betriebsvereinbarung verlinkt ist, dass man halt dann einfach auch gleich alles auf einen Blick hat. Und das hätte ich wahrscheinlich nie so bekommen, wenn wir auf ein Tool gewartet hätten, das sozusagen extra fürs Verfahrenverzeichnis dann gemacht ist, wie sie dann später ja dann gekommen sind am Markt. Ja, aber ich bin immer noch eher der Fan, sowas fast sogar schon interaktiv zu gestalten, gerade wenn man so Unternehmen auf so einem, unter Anführungszeichen, geschlossenen System, aber etwas wie SharePoint sitzt, wo man Dokumente und alles so toll verlinken kann. Und ich glaube, daran merkt man es, da haben wir auch einmal drüber gequatscht. Ja, in der DSGVO die Punkte runterzulesen und zu erfüllen, um sozusagen seinen Hackerl zu machen, ist eines. Verfahrensverzeichnis kann wirklich eine geniale Schaltzentrale sein, wenn man die Sachen noch reinklatscht, die man wirklich braucht. Aber wir wollen jetzt da, glaube ich, nicht eine Ode an das Verfahrensverzeichnis irgendwie anzetteln. Was mich von dir interessiert, und wir haben ja, also sehr viele von uns, sowohl in-house als auch in Kanzleien, das Thema Nachwuchs, was bieten wir unserem Nachwuchs, was wollen wir an Nachwuchs und auch wie bilden wir sie aus? Was siehst du, wenn du jetzt heute sagst, hey, ich suche neue Mitarbeiterinnen, was sind für dich so die wichtigsten Skills, die man heute eigentlich braucht? Also gibt es einen Obstkorb bei euch oder wie das ausschaut? Nein, das ist, was die Mitarbeiter mitbringen, nicht das, was sie bieten. Okay, müssen die Mitarbeiter einen Obstkorb mitbringen? Das, was für mich wichtig ist, ist dieses bisschen vernetzte Denken können, interessiert sein, links und rechts zu denken, auch bereit sein, mal kreativ zu denken. Was auch schon noch wichtig ist, dass eine gewisse Expertise da ist und die Bereitschaft auch ein bisschen dazu zu lernen, sich mit den Themen beschäftigen, ab und zu auch Entscheidungen zu lesen, sich zu überlegen, was bedeutet das für mich. Aber sozusagen diese sozialen Skills, auf Leute zugehen zu können, zuhören zu können, vielleicht auch einmal sich zu überlegen, dass jemand vielleicht einfach nur einen schlechten Tag hat und nicht unbedingt sozusagen für immer jetzt abgestempelt werden muss, wenn man ein schlechtes Gespräch hat. Auch sozusagen die eigenen Grenzen kennen, Fragen stellen, einfach fragen, wenn was nicht klar ist. Und ich versuche halt auch, Leute dazu zu ermuntern, Fragen zu stellen oder einfach ganz offen auf Dinge zuzugehen oder auch einmal eigene Ideen einzubringen. Mega, mega spannend. Ich frage mich, so wenn jetzt, wir haben auch viele jüngere Hörerinnen und Hörer, die noch im Studium und Rechtsanwaltsanwärterinnen sind. Was wäre so dein Tipp, wo du sagst, die und die Skills noch zu lernen über den, sagen wir, die klassisch juristischen hinaus? Gibt es da etwas, wo du sagst, so einen, weiß ich nicht, einen Kurs im Kompetitivstricken? Gibt es da was, wo du sagst, das ist etwas, wo dann die Leute herausstechen, was ihnen, egal in welche Richtung sie gehen, ihnen helfen wird? Ich glaube, es ist auch sehr viel Persönlichkeitssache. Ob ich jetzt offen bin für solche Themen, dass ich auch mal mir überlege, dass ich vielleicht doch mir einen Kurs anschaue, weiß nicht, ein Basiscoaching oder wie wir schon hatten, Mediation, ja. Weil man da einfach lernt, mit Konflikten umzugehen, zu erkennen, was ist ein Konflikt, in welchen Stadien kann ein Konflikt sein, wie kann ich deeskalieren. Und zu sagen, was kann ich dazu beitragen, dass ein Dialog ein guter Dialog wird. Und so viele Dinge, ich kann mir vorstellen, dass du das in deiner Arbeit ja eher regelmäßig und dauernd brauchst. Also das ist mal ein Toolset, das ganz, ganz spannend ist. Ich frage aber trotzdem natürlich immer gerne, was ihre lieblingstechnischen Tools sind. Software, Hardware-Tools, gibt es da etwas, ohne dass du nicht leben oder ohne dass du nicht arbeiten könntest? Damit der Michael weiß, was er mir zu Weihnachten schenken soll. Also ich habe Confluence besonders gerne, weil einfach dort sehr einfach Wissen an eine sozusagen breite Masse kommuniziert werden kann, weil das einfach sehr gut funktioniert. Ich arbeite gerne mit Ticket-Tools, die möglichst einfach zu handhaben sind, weil das einfach dort auch gut zentral abgelegt wird.
Ich arbeite nicht sehr gerne in E-Mails, ja, weil ich das einfach, diese E-Mail-Friedhöfe, die unsere Inboxen dann irgendwann einmal werden, finde ich immer so schade, ja. Ich finde, MS Teams ist auch, entdecke ich immer mehr. Auch die sagen, muss aber auch erst lernen, damit umzugehen. Also ich muss halt einfach auch besser werden und die Dinge und die Tools einfach auch besser nutzen. Finde ich auch eine super, super Herangehensweise, weil ich glaube, wir nutzen das, was wir haben, oft viel zu wenig. Hast du vielleicht für ein Ticket-Tool irgendwie einen Softwarevorschlag oder sowas? Das würde mich nämlich auch persönlich interessieren. Naja, es gibt Jira gibt es ja Ticket-Tools, auch so ITSM-Tools, die haben wir sozusagen auch verwendet, aber es gibt auch andere Anbieter, also ServiceNow zum Beispiel ist ein toller Anbieter von solchen Tools. Ah, cool. Dankeschön. Ach Gott, wir lernen schon wieder so viel von dir. Aber ich muss jetzt natürlich auch die andere Seite fragen, die Unternehmer, Unternehmerinnen und unseren Zuhörern. Was wäre so dein Tipp für die, die jetzt vielleicht noch keine Rechtsabteilung, noch keine DPOs, Data Protection Officer haben? Wo sollten sie ihre Datenschutzreise beginnen? Was wäre für dich so, okay, das ist der erste Schritt? Oder ist das Gleiche, ich suche mir jemanden für das Thema. Also der erste Schritt ist immer eine Art Bestandsaufnahme, dass ich mir mal anschaue, welche Daten habe ich überhaupt. Ja? Da hilft dann vielleicht auch, dass ich mir überlege, welche Hauptbetroffenengruppen habe ich überhaupt. Wer sind denn eigentlich die Betroffenen, deren Daten ich verarbeite? Das ist manchmal auch unterschiedlich in den Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die haben sehr viele Endkundengeschäfte. Es gibt Unternehmen, die haben überhaupt keine Konsumenten-Endkundengeschäfte. Da ist das nicht so relevant. Und davon ausgehend einmal schauen, in welchen Systemen, welche Daten verarbeitet. Dann überlege ich mir vielleicht sogar schon, für welche Zwecke werden die Daten verarbeitet. Dann schaue ich mir an, habe ich eine rechtliche Grundlage, um diese Daten zu verarbeiten? Und dann bin ich eigentlich eh schon ziemlich weit. Also ein großer Selbstfindungsprozess. Das ist mega, mega cool. Ich schaue jetzt zu Michael rüber, der ganz baff ist. Hat jetzt die Nathalie Datenschutz wieder schmackhaft gemacht, jetzt wo man es auch die Leute dazu hin medieren kann? Ist das ein Wort? Natürlich, medieren ist ein Wort. Heißt ja Medianten, so, also die zu medierenden, glaube ich, soweit ich gelernt habe. Also Datenschutz, meine Datenschutzzeiten oder meine Datenschutzberatungszeiten, glaube ich, sind vorbei. Meine Datenschutzzeiten nicht. Ich glaube, das andere war da disziplinär. Aber ansonsten, glaube ich, bleibt mir sonst nur noch die letzte Frage zu stellen, wie immer. Gandalf oder Dumbledore? Dumbledore. Sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir endlich wieder mal mit Team Dumbledore. Haben jetzt schon ein paar Gandalf-Leute gehabt. Wow, wieder so effizient, so viel von dir gelernt, liebe Nathalie. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und Danke für die Einladung. ich glaube, wenn der Podcast herauskommt, ist die Price-Action schon vorbei. Ich vermute, haben dich vielleicht dann unsere Hörer schon getroffen, wenn man das jetzt so in der zukünftigen Ja, Vergangenheit. vielleicht, ich freue mich, ja. Super. Ja, also bereite vielleicht gleich mal vor, nimm irgendwas mit, was du signieren kannst. Unsere Leute berichten uns immer noch die Ausstrahlungen, dann müssen sie Autogramme geben. Ja, genau, wenn die Leute dann kommen, Okay. ja, ich kenne dich aus dem Podcast. Ganz genau. Wobei, das passiert wirklich. Ich kenne dich aus dem Podcast, ich habe das nie für möglich gehalten, aber es passiert wirklich. Aha, spannend. Na gut, ich werde berichten. Das Lustige, was mir eh passiert ist, war, ein Kollege, der mitzukommen ist, es ist immer schön, dieses Gesicht zur Stimme zu sehen. Und ich so, ich war zuerst verwirrt am Moment. Also, er hört einen Podcast. Ich so, ah, okay. Das war so im ersten Moment, war das ein bisschen, was? Das ist auch ein Thema, vielleicht noch ganz zum Schluss, weil wenn du das so sagst mit der Sichtbarkeit, für mich ist auch wichtig, dass ich, wenn ich in Online-Meetings bin, immer die Kamera eingeschalten habe, weil ich finde, die Datenschutzbeauftragte sollte schon auch gesehen werden können und sollte einfach auch wirklich da sein für die Leute. Das wollte ich jetzt nur noch sagen, weil du es gerade Oh. angesprochen hast. Ja. Ein hehres Ziel finde ich gut. Unterrichtest du auch Datenschutzbeauftragte, wie man bessere Datenschutzbeauftragte sein kann? Nein, ich habe noch keine Schule gefunden, wo man das lernen kann. Aber eins habe ich jetzt ganz stark gelernt und ganz stark herausgehört heute.
ist, dass es viel Persönlichkeitsthema ist und dass viel, sagen wir mal, Persönlichkeitszüge, die vielleicht uns Juristinnen nicht so immer nachgesagt werden, wir ganz schnell vergessen sollten und irgendwie offener, mehr approachable und so zu werden, Kritik zuzulassen, nachzufragen, Sachen zu hinterfragen. Also das ist ja, da kann man, hast du ja gleich mal, glaube ich, 10 Dogmas in ein paar Tipps geschlachtet damit, was ich immer gut finde. Und wir haben wieder gelernt, dass die Sachen, die man auch zusätzlich zur Juristerei lernt, auf die Magic Sauce sind. Ja, wie wichtig eine Mediationsausbildung ist zum Beispiel. ja. Ja, komm, ich bin nicht begeistert. Das erste ist ein halbes Jahr und dann passt es ja wieder. Liebe Nathalie, vielen, vielen Dank, dass du uns besucht hast. Eine große To-Do-Liste an Charaktereigenschaften, die wir alle lernen können, mitgegeben hast. Ja, danke sehr. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, dass ihr beim Nerds of Law Podcast zugehört habt. Auf unserer Webseite nerdsoflaw.com könnt ihr das Impressum, Datenschutzinformationen und viele spannendere Dinge finden. Dieser Podcast ist durch eine Creative Commons by Non-Commercial 4.0 International License geschützt. Das bedeutet, ihr dürft den Podcast kopieren, mit Freunden teilen, mit der Information, wo der Podcast herkommt und ihn nicht für kommerzielle Zwecke verwenden. Das Urheberrecht für die Musik liegt bei Mick Bourdais. Ihr findet seine Webseite unter mickbourdais.com. Live long and prosper. Eure Nerds of Law.